Ich bin Friederike Pigeli, die Nachrichtenfrau von SchweineTV. Laut Berichten von unseren Undercover-Informanten aus Berlin wollte die Schwarze 8 angeblich bei der Bowling-WM im Titi Bowling Center am Schuhbürstendamm mitrollen. Intrigant wie immer soll sie schon im Vorfeld versucht haben, diverse Konkurrenten in Misskredit zu bringen. Sie erfand haarsträubende Räuberpistolen, nur um die Besten auszuschalten. Als der Agent Machenkotten vom Bundesriechnasendienst einen flotten Wind davon bekam und seine Nase in die Ermittlungen steckte, war die 8 mal wieder schneller und gerissener. Sie ist von da aus zum Mitropa Center am Clownziehen geflohen, wo sie sich in den heißen Thermen verbarg. Die dringend nötige Abkühlung verschaffte sie sich anschließend am Wasserklops. Doch unsere drei Helden waren ihr dicht auf der Spur, so dass sie gezwungen war, schnellstens am Tittenbergplatz in den U-Bahn-Schacht zu rollen. Hier setzte sie die Flucht mit der U8 nach Swinemünde fort. Die Flying Pigs haben die Schwarze 8 in der U-Bahn leider nicht erwischt. Jetzt schalten wir zu unserem Sonderkorrespondenten Schweinske auf dem Berliner Sturmturm. Meine Damen und Herren, hier spricht Wutz Schweinske, Ihr Reporter in Sachen Schwarze 8. Leider muss ich sagen, meine Recherchen haben nichts ergeben. Ich habe mich sogar bis in den Orient bewegt und sie verfolgt. Sie ist, wie gesagt, ein Phantom. Ich setze die Suche weiterhin fort. Bewege mich jetzt zum Schluckhafen Tegel und bin dann erstmal weg. Ihr Schweine-TV. Meine Damen und Herren, alle Indizien deuten darauf hin, dass wir uns an diesem verschwiegenen, konspirativen Ort befinden, von dem aus sich unsere Gesuchte außer Landes begeben will. Wie Sie sehen, das Flugzeug hinter uns macht einen vollgetankten und startbereiten Eindruck. Uns bleibt augenscheinlich nicht mehr viel Zeit für unsere Recherchen und auch wächst die Gefahr, dass wir entdeckt werden. Wenn Sie diese Hoheitszeichen dort hinten sehen, drängt sich doch wohl der Gedanke auf, dass hier eine ausländische Großmacht ihre Hände im Spiel hat und dass sich diese Geschichte zu einem weltweiten Konflikt ausweiten könnte. Eine weitere Frage bleibt noch ungeklärt. Ist unsere Suche entführt worden oder hat sie sich freiwillig in die Hände dieser düsteren Gestalten begeben? Fragen über Fragen. Morgen mehr an der gleichen Stelle. Ihr Reporter Lothar Pigmann von Aus dem Reich des Bösen. Und der Durst treibt unseren Ermittler immer weiter. Weiter durch die endlosen Straßenschluchten der großen Stadt. Immer weiter in Richtung Achterbar. Rüdi Modo hockt schon da. Da bin ich wieder, der Trickser-Mixer, guten Abend. Achterbar, darf ja keiner wissen um 8. Ich bin dein Vater. Nee. Lass mich deine Mutter sein! Und hiermit übergebe ich mich in die Musikredaktion.
geht, die Sonne erlischt, das Leben beginnt im roten Licht. Es geht um Geld und es geht um Macht, und das Verbrechen regiert die Nacht. Glanz und Glamour und all die Pracht, Versprechen, Verlockungen